für die Muslime zu verhandeln. Aussicht der Hisbollah. Khomeini hat 1982 zur Gründung der Hisbollah 1500 iranische Revolutionswächter, Pashtaran, in den Libanon entsandt. Und die haben dort gemeinsam mit radikalen libanesischen Geistlichen die Hisbollah gegründet. Und seitdem befindet sich die Hisbollah in finanzieller, ideologischer, religiöser Abhängigkeit vom Iran. Die Führung der Hisbollah, insbesondere Hassan Nasrallah, der Generalsekretär, und sein Stellvertreter Qassem, haben mit vielen der heutigen Machthaber im Iran zusammen studiert, und zwar im irakischen Najaf. Und daraus ist auch eine menschliche Verflechtung erwachsen. Die Hisbollah bekennt sich offiziell zur absoluten Anerkennung von Ayatollah Khamenei als Vertreter des Mahdis, davon haben wir vorhin gehört, und als politische wie geistliche Führungsfigur. Und deshalb sagt auch Nasrallah, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden in den Händen Khameneis liegt. Und sein Vize Qassem sagte im iranischen Fernsehen 2007, dass alle Selbstmordattentate, Entführungen und Raketenangriffe der Genehmigung durch den geistlichen Führer in Teheran bedürfen. Das heißt, die Hisbollah ist ein außenpolitisches Werkzeug des Iran. Unter anderem, innenpolitisch machen die sicherlich ihre Projekte. Alles, was mit Außenpolitik zu tun hat, ist ganz klar mit dem Iran abzustimmen. Geschätzte 200 Millionen Dollar fließen jedes Jahr vom Iran in die Hisbollah, um alle Aktivitäten zu finanzieren. Bauprojekte, Sozialprojekte, Guerilla-Armee und eben auch terroristische Aktivitäten. Und deswegen ist es fast so, die Amerikaner haben ja Flugzeugträger im Persischen Golf und wollen damit dem Iran zeigen, passt mal auf, wenn wir wollen, können wir euch eins auswischen. Und der Iran hat einen Flugzeugträger an der israelischen Grenze. Das ist die Hisbollah, die den Südlibanon kontrolliert und die in der Lage ist, strategisch zuzuschlagen auf Koordination, auf Anweisung aus Teheran. Es gab in der Vergangenheit mehrfach terroristische Aktivitäten der Hisbollah zusammen mit dem Iran. In der Regel Führung über das iranische Ministerium für Nachrichten und Sicherheit, BEWAG, unter Einbeziehung des ehemaligen Hisbollah-Nachrichtendienstchefs -Top-Terroristen Imad Munir, die dann gemeinsam Operationen geplant und durchgeführt haben. Ich nenne nur mal drei als Beispiel. 1985 und 86. In Frankreich verübten Mitglieder der Hisbollah zusammen mit anderen Terroristen Anschläge auf U-Bahnhöfe und Kaufhäuser in Frankreich, bei denen 13 Menschen getötet wurden und mehrere hundert verletzt wurden. Und der Leiter der französischen Antiterrorarbeit, Einheit damals, wird wie folgt zitiert: Iran hat als Auftraggeber der Anschläge das Hisbollah-Netzwerk und Unterstützer aus dem Maghreb genutzt, um Frankreich davon zu überzeugen, seine Außenpolitik zu ändern. Damals war der Iran-Irakische Krieg. Frankreich hat den Irak unterstützt, der Iran hat Hisbollah-Zellen in Frankreich genutzt, um Anschläge zu verüben, um zu sagen, hört auf, den Irak zu unterstützen, sonst. 1992, davon haben wir schon gehört, das Mykonos-Attentat, 4 iranische Exilpolitiker wurden ermordet. Das Kammergericht in Berlin hat da in seinem Urteil einige Jahre später befunden, dass, Zitat, die iranische politische Führung verantwortlich ist für den Tat. Und es geht weiter, die Hisbollah war tatbeteiligt, weil, Zitat, weil sie als ein Ableger der iranischen Politik zu betrachten ist. Der Iran bedient sich der Hisbollah nicht nur zur Verbreitung der islamischen Revolution im Libanon, sondern auch dazu, Gegner des islamischen Regimes des Irans mit militanten Mitteln zu bekämpfen. Also auch hier wieder die Zusammenarbeit, Führung aus dem Iran, ausführend Hisbollah-Mitglieder. Und als drittes Beispiel in Argentinien 1994 ein Anschlag auf das jüdische Kulturzentrum Amia, bei dem 85 Menschen getötet wurden, über 300 wurden verletzt und die argentinischen Staatsanwälte haben auch ermittelt und festgestellt, dass es eine von der iranischen Botschaft geplante Aktion war, die mit Hisbollah-Mitgliedern ausgeführt wurde. Es gibt noch ein Dutzend weiterer Fälle, aber damit will ich es jetzt erstmal belassen. In Deutschland. Verbindung Iran-Hisbollah. Der verstorbene Ayatollah Khomeini definiert ja das Ziel, die islamische Revolution zu expandieren, über die islamische Welt hinaus. Und das islamische Zentrum Hamburg zum Beispiel ist die Hauptrepräsentation des Iran im Revolutionstransfer.
Das heißt, in diesem islamischen Zentrum Hamburg wird der Kern der islamistischen Ideologie des Iran propagiert, zum Beispiel, dass die Staatsgewalt eben nicht vom Volk ausgehe, sondern allein religiös legitimiert sei. Und der Punkt ist jetzt, das ist wieder spannend, finde ich, dass zu den Besuchern dieses islamischen Zentrums, was ja praktisch eine Außenstelle des Iran ist, eben nicht nur Iraner hingehen und auch nicht nur schiitische Muslime, sondern auch Iraker, Afghanen, Pakistaner, Türken, Nordafrikaner und deutsche Muslime. Also auch da wird natürlich versucht, sich auszubreiten, die Revolutionsidee zu verbreiten, und die schränkt sich nicht auf die Anhänger, die man sowieso hat. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen der Sicherheitsbehörden in Europa zur Hisbollah. In Deutschland, der Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz 2007, da hat der Bundesinnenminister mitgeteilt, dass die Hisbollah 900 Mitglieder in Deutschland habe und eben mit ihrer gewaltsamen Strategie gegen den Gedanken der Völkerverständigung verstoßen. Dann gab es in einem anderen Bericht den Zusatz, dass gerade vor dem Hintergrund der anti-israelischen und antisemitischen Äußerungen des iranischen Präsidenten Ahmadinejad die in Deutschland lebenden Anhänger der Hisbollah unter besonderem Fokus stehen. Also auch hier, die Sicherheitsbehörden sehen diesen Zusammenhang auch. Ahmadinejad hält Hass- und Hetzreden gegen Israelis und gegen Juden und deswegen, sagt die Bundesregierung, müsste man ein besonderes Augenmerk auf Hisbollah-Mitglieder legen. Im Juli letzten Jahres gab es dann Berichte, die veröffentlicht wurden in den Medien des Bundeskriminalamts und des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die nicht widersprochen wurden. Also es gab den offiziellen Bericht nicht, sondern es wurde über die Berichte berichtet, aber es gab keine Dementis oder Ähnliches. Und in diesen Berichten war zu lesen, dass die Hisbollah über die Logistik verfügt, in Deutschland groß angelegte objekt- und personenbezogene Anschläge durchzuführen. Sie können im Falle einer Krise im Nahen Osten, Zitat, jederzeit für terroristische Aktivitäten in Deutschland eingesetzt werden. Und wenn natürlich in Deutschland die Struktur da ist, kann man überall in Europa die Anschläge ausführen. Also es gibt keine Grenzen mehr, es ist grenzüberschreitende Reisefreiheit auch für Terroristen. Und deswegen ist natürlich dieser Fokus, dass man sagt, man weiß besonders viel über Deutschland, über die Struktur, über die Aktivitäten, man kann in Deutschland einen Anschlag vorbereiten, ihn in Frankreich ausüben oder wie auch immer. Was für Deutschland gilt, gilt letzten Endes für weite Teile Europas. Dort gibt es auch eigene Netzwerke, aber das Zentrum der Hisbollah in Europa ist sicherlich Deutschland. Die Niederländer haben 2005 entschieden, die ganze Hisbollah als Terrororganisation einzustellen. Sie sagen, weil alle relevanten Entscheidungen der Hisbollah, seien sie eben sozial, politisch, militärisch oder terroristisch, in einem Führungsgremium getroffen werden. Deswegen könnte man nicht sagen, es gibt eine gute Hisbollah und eine böse Hisbollah. Aber genau das macht in Großbritannien. Vor wenigen Wochen, bisher war es so, dass in Großbritannien nur der terroristische Flügel als Terrororganisation eingestuft war. Dann hat man gemerkt, dass die Hisbollah Kämpfer trainiert, die im Irak britische Soldaten töten. Also libanesische Hisbollah-Mitglieder fahren in den Iran. Im Iran trainieren sie irakische Schiiten, die dann im Irak Briten töten. Deswegen hat man gesagt, aha, auch der militärische Flügel ist eine Terrororganisation. Man will allerdings jetzt mit dem politischen Flügel sprechen. Wie das gehen soll, ist mir nicht genau klar. Hassan Nasrallah ist zum Beispiel der Generalsekretär aller Organisationen der Hisbollah, Unterorganisationen. Der ist ja nicht vormittags für die Sozialaktivitäten zuständig und nachmittags für die terroristischen, sondern er ist halt nun mal der Generalsekretär. Es ist eine politische Entscheidung offensichtlich, weil es um Interessen Großbritanniens und Libanon geht. In Deutschland ist die Hisbollah in bundesweit etwa 30 Kultur- und Moscheevereinen organisiert, besonders herausstechen, wie gesagt, das IZH in Hamburg oder das Imam Mahdi-Zentrum in Münster-Hiltrup oder hier in Berlin die Imam Reza-Moschee. Die Vertreter der Abteilung Außenbeziehungen, sagt die Bundesregierung, die Vertreter der Abteilung Außenbeziehungen der Hisbollah reisen regelmäßig nach Deutschland, um hier Anweisungen zu geben. Es gibt einen Spendensammelverein, das Waisenkinderprojekt Libanon e.V. in Göttingen, der Geld sammelt, der gemeinnützig ist. Das heißt, wenn Sie an diesen Verein spenden, der dann das Geld weitergibt, an die Al-Shahid-Stiftung in Beirut, die Bestandteil des Hisbollah-Netzwerkes ist, dann können Sie das steuerlich absetzen.
Also Spenden an die Hezbollah sind in Deutschland steuerlich absetzbar. Die Hezbollah radikalisiert Muslime in Deutschland und in Europa mit ihrem Fernsehsender Al-Manar, wird das Märtyrertum glorifiziert, zum Hass gegen Juden aufgerufen, gegen den Westen, mit ganz klugen Sendungen, Cartoons, dazwischen gibt es dann eine ganz normale Musikshow, dann wird wieder zum Hass aufgerufen, Hassan Nasrallah zum Beispiel, vor 50.000 Menschen in Beirut sagt dann, und jetzt sagt mir alle nach, wie schon Imam Khomeini gesagt hat, Tod Amerika, und dann wollen 50.000 Menschen Tod Amerika. Also sehr eindrückliche Bilder, die dann hier nach Neukölln oder München oder sonst wohin gesendet werden. Ist ein großes Problem, der Bundesinnenminister hat Al-Manar verboten letztes Jahr in Deutschland. Das Problem ist, dass sozusagen Al-Manar es gar nicht in Deutschland gibt und die Strahlen kommen eben vom Satelliten. Jetzt hat man praktisch festgestellt, dass der Sender ein Problem ist. Er sendet allerdings weiter, weil es zwei Satellitenanbieter gibt, saudi-arabisch und ägyptisch, und die müssten eigentlich sozusagen Ziel einer diplomatischen Initiative sein, dass wir sagen, wir geben zum Beispiel Ägypten in den nächsten 5 Jahren im Rahmen der EU-Nachbarschaftsinitiative 500 Millionen Euro, also die Europäische Union gibt Ägypten 500 Millionen Euro und Ägypten sendet dafür Hassfernsehen nach Europa. Das ist kein guter Deal. Und das müsste sozusagen mal thematisiert werden, und das ist auch Teil meiner Arbeit und meiner Kollegen, das in den europäischen Entscheidungsgremien auf die Tagesordnung zu bringen oder ähnliches. So, jetzt habe ich irgendwie noch 3 Minuten. Risikobewertung. Inwieweit Hezbollah jetzt eine konkrete Gefahr darstellt in Deutschland, das ist umstritten. Es gibt Leute, die sagen, die Hezbollah würde nie ihren Ruhe- und Rückzugsraum hier gefährden. Wenn überhaupt, dann plant sie hier was und macht woanders irgendwas. Dann gibt es andere Leute, die sagen, diese These vom Ruhe- und Rückzugsraum, die gibt es nicht mehr. Die Hezbollah ist mittlerweile so selbstbewusst und offensiv aufgestellt, dass sie auch kein Problem hätte, wenn es in ihrem Interesse ist, in Europa Anschläge zu verüben und auch in Deutschland. Und Deutschland hat ja besondere Beziehungen zu Hezbollah. Der Bundesnachrichtendienst hat über Jahre, zuletzt im letzten Jahr, vermittelt zwischen Israel und der Hezbollah Gefangenenaustausch. Das liegt daran, dass die Bundesrepublik Deutschland so gute Beziehungen zum Iran hat, und über den Iran gab es dann die Verbindung zu Hezbollah. Und deswegen sagt man, weil wir so gute Kontakte haben und unsere Geheimdienstler, Nachrichtendienstler kennen den Hassan Nasrallah noch von früher und so, alles mir angehört, die machen hier bestimmt nichts, wir kennen uns, ist sicherlich ein Punkt, der mit einbezogen werden muss. Allerdings glaube ich, dass Hezbollah mittlerweile etwas anders denkt. Und das zu untermauern, hat zum Beispiel der britische Inlandsnachrichtendienst MI5 im Frühjahr letzten Jahres berichtet, dass Hezbollah-Zellen in Großbritannien gesagt haben, wenn es einen militärischen Konflikt mit dem Iran gibt, wird auf jeden Fall die Hezbollah in Großbritannien Anschläge in Großbritannien verüben, also als Retaliation, als Vergeltung. Oder vielleicht auch, das haben sie zwar nicht gesagt, aber das ist ja eine Frage der Interpretation, vielleicht auch im Vorfeld, oder um zu sagen, greift den Iran nicht an, sonst brennen Städte in Europa oder ähnliches. Also da gibt es auf jeden Fall Aktivität. Im Januar 2008 wurde in einem Pariser Apartment verschiedene Hezbollah-Mitglieder festgenommen, die Stadtpläne von Paris, Madrid, Rom, Berlin hatten, die mit Markierung versehen waren. Es ist nicht anzunehmen, dass es ein Städtetrip war, den die Jungs unternehmen wollten, sondern dass es auch hier vorbereitende Handlungen gab. Gründe für Anschläge in Europa durch die Hezbollah wären erstens Verschärfung des Atomstreits in irgendeiner Form und dass dann, wie in der Vergangenheit, die Hezbollah genutzt wird, um Statements zu machen, die zum Teil Menschenleben kosten. Zweitens allgemeine Verschärfung Nahostkonflikt, israelisch-palästinensisch oder libanesisch-israelische Grenze. Drittens angekündigt bereits Vergeltungsmaßnahmen für den Tod von Imad Munir, diesem ehemaligen Chefterroristen, der letztes Jahr in Syrien einem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Nasrallah hat gesagt, wir dürfen dadurch weltweit zurückschlagen und werden es tun, wenn es uns gefällt. Wo und wann, wissen wir nicht. Der Punkt ist, dass die Hezbollah eben im Vergleich zu diesen homegrown Terrorists, die hier sich irgendwo in einer Ecke radikalisieren, dann vielleicht auch mal 2 Wochen nach Pakistan fahren und dann versuchen, einen Anschlag zu verüben, dass die Hezbollah eine professionelle Organisation ist, mit ausgebildeten Mitgliedern, die vernetzt sind, die finanziert sind, die laut Verfassungsschutz jederzeit in der Lage wären, Anschläge zu verüben, es aber im Moment nicht tun, was nicht in ihrem Interesse ist. Und deswegen aus meiner Sicht
viel gefährlicher sind als andere Gruppierungen, andere Organisationen, um die man sich auch kümmern muss. Aber die Hezbollah fliegt hier ja in Deutschland und in weiten Teilen Europas unter dem Radar, weil alle sagen, wir kennen die und wir waren früher schon gut miteinander und wir glauben nicht, dass es hier Anschläge gibt. Das heißt, als zum abschließenden Punkt, ich glaube, dass die bisherige Politik zu sagen, wir lassen die Hezbollah in Ruhe, dann lässt sie uns in Ruhe, nicht funktioniert hat. Dass es mittlerweile Zeit ist zu sagen, solange die Hezbollah Militär und terroristische Mittel einsetzt, muss sie auf die EU-Terrorliste. Ihre Vermögen hier müssen eingefroren werden, ihre Mitglieder, wenn sie nicht EU-Bürger sind, müssen ausgewiesen werden. Sie muss auf die jeweiligen Terroristen der Mitgliedstaaten, immer mit der Zusage, wenn ihr euer Verhalten ändert, wenn ihr euch in eine politische Partei transformiert, wenn ihr die Hassideologie ein bisschen eindämpft und die Waffen abgebt, dann könnt ihr auch von der Liste runtergenommen werden. Aber das andere Modell zu sagen, egal was ihr macht, wir lassen euch in Ruhe, hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Und deswegen glaube ich, ist es Zeit für einen Ansatz, der sozusagen, wenn sie sich ändern, dann gibt es eine Belohnung, wenn sie so weitermachen wie bisher, muss es Reaktionen geben. Und als letzten Punkt, damit komme ich auch zum Ende, Al-Manar, ihr Fernsehsender, radikalisiert Muslime in Europa. Und deswegen muss es in unserem Interesse sein, dass dieser Sender abgeschaltet wird. Da gibt es diplomatische Gespräche, Kinderschulen stecken, dass also die Saudis und die Ägypter, das sind ja die Hochschulen des sunnitischen Islam, haben also Satelliten und senden damit die Top-Organisation des schiitischen Islam nach Europa. Also da gibt es einige Sollbruchstellen, die man sich mal anschauen kann. Das wäre eine diplomatische Initiative, um sich mit der Hezbollah hier auseinanderzusetzen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank erstmal, Alexander Witzmann. Jetzt hören wir erstmal noch einen Vortrag von Marien Bachtak-Tak zu Iran-Hamas-Connections, Verhältnis Iran-Hamas. Schwerpunkt liegt dabei auf nur auf der ideologischen Ebene. Darin wird es vor allem dann auch um Irans Palästina-Strategie gehen und danach können wir dann ja, zusammen diskutieren. Erlauben Sie mir meinen Vortrag mit zwei Zitaten aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. Januar 2009 zu beginnen. In einem Artikel hieß es damals, Zitat, niemals, auch nicht unter Revolutionsführer Khomeini, war die Islamische Republik ihrer angestrebten Führungsrolle in der islamischen Welt so nahe wie heute. Niemals bisher ist sie so erfolgreich darin gewesen, die konfessionelle Trennung, die sie von den weitgehend sunnitischen Arabern trennt, vergessen zu machen. Mehr und mehr scheint die Teilung in Sunniten und Schiiten, überlagert durch einen ökumenischen Islamismus, eine Allianz der Islamisten beider islamischen Glaubensrichtungen, allen voran der schiitischen Hisbollah und der sunnitischen Hamas, angeführt von Iran. Zitat Ende. Und zur Frage der Demokratie, und da wird es dann ein bisschen brenzliger, schreibt die FAZ im Hinblick auf die ägyptische Regierung, die die hauseigenen Islamisten bekämpft, Zitat, zugleich müssen sich die arabischen Regierungen vorhalten lassen, weit weniger demokratisch legitimiert zu sein als Hamas und Hisbollah. Demokratisch legitimiert. Zitat. Wie demokratisch sind aber die Hamas und die Hisbollah geführt von Iran? Das ist jetzt mein Thema. Diese Frage muss ja erlaubt sein. Erlauben Sie mir daher, heute ein anderes Licht auf dieses Problem zu werfen, um zu klären, welche Bewegungen eine neue totalitäre Ideologie verfechten, terroristisch sind und mitnichten etwas mit Demokratie zu tun haben. Das Ziel der islamischen Revolution, die Einheit der islamischen Welt zu errichten, ist faktisch nie erreicht worden. Die Realitäten zeigen eher, dass die Spaltung zwischen den Sunniten und Schiiten durch die islamische Revolution in den letzten 30 Jahren größer geworden ist. Zumal Sunniten im Iran von Schiiten diskriminiert werden, in Pakistan, im Irak, zwischen Iran und Saudi-Arabien sind die Feindseligkeiten gestiegen. Aber zurück zur vermeintlichen islamistischen Ökumene des Iran und der Hamas, die doch so demokratisch sein sollen. Hamas ist eine unabhängige
palästinensische Bewegung mit eigenen Motiven. Andererseits kann sie nur im Kontext der islamistischen Bewegung, die von der Islamischen Revolution von 1979 beeinflusst werden, betrachtet werden. Der ideologisch-islamistische Konsens besteht darin, Israel nie anzuerkennen und pro-westliche Staaten zu stürzen. Der arabische Name für Hamas ist Harekatul Muqawamatul Islamiyye, islamische Widerstandsbewegung. Hamas ist eine sunnitisch-islamistische militante Organisation mit einer dualen Führung. Der militante Mashal sitzt in Damaskus und Hania, der im Vergleich opportunistische Führer der Hamas, wohnt in Gaza. Hamas wurde im Jahre 1987 während der ersten Intifada von Sheikh Ahmad Yassin und Mohammed Taha gegründet. Sie ist der palästinensische Zweig der Muslimbrüder. Yassin war ein Chefideologe auch der Isadin al-Qassem-Brigaden, die von der EU als eine Terrororganisation aufgeführt wird. In den gesamten 90er Jahren führte die Hamas eine Reihe von Selbstmordattentaten durch und schoss schon in der Zeit, als die erste Intifada nach dem Oslo I-Vertrag vom September 1993 langsam zu Ende ging und vor dem Beginn der zweiten Intifada auf israelisches Gebiet. Vielen ist wahrscheinlich bekannt, welche antisemitische Propaganda die Hamas gegen Israel betreibt. Die Al-Aqsa-TV, iranische Entwicklungshilfe sozusagen, die leider nur der Hasspropaganda dient, steht nicht dem Al-Manar-Fernsehen der Hisbollah nach, und beide haben ein großes Vorbild. Staatliche Propaganda der Islamischen Republik Iran, die einen eliminatorischen Antisemitismus propagiert. In der Charta der Hamas kann man unter Artikel 13 lesen: Für das Palästina-Problem gibt es keine andere Lösung als den Dschihad. Friedensinitiativen sind reine Zeitverschwendung, eine sinnlose Bemühung. Und im Artikel 15 der Charta heißt es, Zitat, der Dschihad ist die persönliche Pflicht des Muslims, jedes Muslims, seit die Feinde Teile des muslimischen Landes geraubt haben. Angesichts des Raubes durch die Juden ist es unvermeidlich, dass ein Banner des Dschihad gehisst wird. Zitat Ende. Mit einer solchen Ideologie unterminiert man jeglichen Friedensversuch, nicht das Existenzrecht Israels, sondern der Dschihad ist das Primat der Politik der Islamisten. Und wenn politische Führer der islamistischen Bewegungen jeden Zivilisten in Israel schließlich als einen Soldaten identifizieren können, dann wird der Krieg gegen Israel als Staat identisch mit dem Krieg tatsächlich gegen den Israeli als Bürger und tatsächlich identisch mit dem Krieg gegen den Juden. Hamas-Führer wollen sogar Vorbilder für andere revolutionäre islamistische Bewegungen sein. Kein geringerer als Mahmoud Zahran, einer der Mitbegründer der Hamas, sagt er immer wieder, dass die Kämpfe und Siege der Hamas die Mujahedin in Irak und in Afghanistan inspirieren werden. In einem Interview sagte er ähnlich wie die iranischen Kommunisten, Zitat, wir werden eines Tages den Thron der Welt besteigen. Hamas sieht in der Tat als einen Teil der islamistischen Internationale. Daher kann nicht bezweifelt werden, dass in der Tat die Teilnahme der Hamas an den Wahlen ein taktischer Schritt ist, um als trojanisches Pferd zu siegen. Die Säkularen sollten geschwächt werden, um langsam aber sicher die Scharia einzuführen. In der Tat versteht sich die Hamas als die Spitze, als Vorhut und die islamistische Avantgarde quasi, die an der Spitze einer islamistischen weltrevolutionären Bewegung gegen den Westen kämpft, an der Stelle gegen Israel. Daher kann der Sieg der Wahl der Hamas im Januar 2006 nicht normativ als ein Sieg der Demokratie, so wie das die Fatz gerne haben will, sondern nur als der Sieg einer totalitär verführten und unaufgeklärten Massenbewegung verstanden werden. Hamas bekommt propagandistische, finanzielle und militärische Unterstützung aus dem Iran. Die Waffen der Hamas sind made in Iran. Hamas bekommt jährlich zwischen 20 bis 30 Millionen Unterstützung aus dem Iran. Allein im Jahr 2006 bekam Hamas rund 50 Millionen Dollar aus dem Iran, als diese Abbas besiegt hatten. Mindestens 950 Dschihadisten der Hamas haben eine militärische Ausbildung von den iranischen Pasdaran bekommen, aber auch von der libanesischen Hisbollah. Hamas-Kämpfer oder Dschihadisten
werden auch militärisch im Iran trainiert, führen aber einen eigenen ideologischen Kampf gegen, ähnlich wie die Hisbollah, um die langfristige Errichtung einer islamischen Herrschaft, mehr oder weniger nach dem Modell der Islamischen Republik Iran oder genauer gesagt nach dem Kalifat von vor 1300 Jahren wieder zu durchzuführen. Islamistisch-totalitäre Bewegungen haben sozusagen ein symbiotisches Verhältnis zueinander. Hamas profitiert von der Islamischen Republik und Iran profitiert von Hamas. Der Iran hofft, dass die Kämpfe der Hamas der Ideologie der Fortsetzung der Islamischen Revolution und des Revolutionsexportes dienen. Und Hamas hofft auf weitere materielle und militärische und propagandistische Unterstützung, um die säkularen palästinensischen Kräfte, aber auch Israel und die pro-westlichen arabischen Regierungen langfristig zu bekämpfen. Der Iran verfolgt dabei eigene Interessen. A. Der Iran will ein eigenes Konzept des islamischen Friedens im Mittleren Osten, das unter Khatami sogar formuliert worden ist und sich Islamic Broader Middle East nannte, so quasi als eine Gegenstrategie gegen die Strategie der Amerikaner. Mit diesem Konzept des Islamic Broader Middle East gehen die Hegemonialmächte des Iran einher, besonders der Anspruch und die Selbstdefinition, das Mutterland der islamistischen Bewegungen zu sein. Der demokratische Friedensprozess unter Schirmherrschaft der EU und der USA wird besonders von Iran stets konterkariert, indem der Druck auf Hamas und Hisbollah ausgeübt wird, die politischen Einigungen im Friedensprozess, wie zuletzt in Sharm el-Sheikh und danach, zu boykottieren. Der Iran verfolgt dabei auch die Schwächung der Position Saudi-Arabiens, Ägyptens und Jordaniens und die Manipulation und Stärkung der Position Syriens. Iran ist also ein Freund islamistischer militanter Organisationen, nicht nur Deutschlands, die Matthias vorhin aufgeführt hat, aber für Staaten wie Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien durchaus eine immer größer werdende Gefahr. Natürlich ist es auch der Iran, der im Hintergrund die islamistischen Gruppierungen immer wieder anstachelt, den Krieg gegen Israel nie aufzugeben, auch wenn taktische Spielregeln wie Atempausen im Kriegszustand durchaus erlaubt sind. Der Iran hat also seine militanten, freiwilligen Einheiten, die bereit waren sogar vor kurzem im Dezember 2008 und im Januar 2009 nach Gaza einzureisen, quasi eine klassische islamistische Reservearmee. Aber die Regierung war so, sozusagen hatte trotzdem eine begrenzte Vernunft insofern, dass sie die freiwilligen Kämpfer aus dem Iran hat nicht ausreisen lassen. Das wäre auch dumm gewesen, weil das wäre in der Tat eine direkte Kriegserklärung an Israel. Tatsächlich ist die islamistische Lesart des Problems wie folgt. Dort, wo wir im Iran Islamisten herrschen, sei das klassische Haus des Dar al-Islam, also das Haus des Friedens, und überall dort sonst besteht nach anachronistischer Interpretation, wo keine islamische Herrschaft existiert, Kriegsrecht. Also zum Beispiel in Gaza und sogar im Grunde genommen Israel als ganzes Land, weil es nicht akzeptiert wird. Vielleicht in der Diskussion kann ich nachher auch ausführen, warum nicht. Warum aus der Logik der Islamisten nicht. Beispiele für den mangelnden Willen der Koexistenz, nur ganz kurz. Die Hamas erklärte immer wieder, eine Hudna würde in Kraft treten, wenn Israel sich an die Grenzen von Juni 1967 zurückziehe. Politisch wird Hudna kann nicht als eine Friedensmaßnahme verstanden werden, denn Hudna darf nach islamischem Gesetz nur 10 Jahre dauern. Das heißt, das überliest man immer wieder in der Presse, wenn die Angebote der Islamisten kommen, ja, wir werden ein Hudna einführen, dann wird es direkt hier mit einem Friedenswillen übersetzt, vergessen wird, dass es nach der islamischen Definition und auch nach der eigenen politischen Definition der islamistischen militanten Dschihadisten Hudna höchstens 10 Jahre dauern darf. Meistens sind das nur ein paar Wochen und ein paar Monate.
Über Verhandlungen in Israel will Hamas nur dann sprechen, wenn alle palästinensischen Flüchtlinge nach Israel zurückgekehrt sind. Das ist auch teilweise die Logik der mancher Reformer im Iran. Das ist natürlich insofern zynisch, weil wenn alle Palästinenser zurückkehren sollten nach Israel, das wird wahrscheinlich so nicht passieren. Wo liegen also die iranischen Interessen, wenn sie dschihadistische Organisationen wie die Hamas unterstützen? Mohsen Rezai, Ex-General der Pastaran und Sekretär des sogenannten Rates zur Bestimmung der iranischen Staatsinteressen, also des Schlichtungsrates, sagte im letzten Jahr, im September 2008 im iranischen Fernsehen, dass die Unterstützung Palästinas der nationalen Sicherheit des Iran diene. Also das heißt, man muss die Sachen genauer lesen und genauer zuhören. Das, was vorhin in Bezug auf Hezbollah genannt wurde, dass Hezbollah quasi als ein Schutzschild benutzt wird, das sagen iranische Generäle selber. Die sagen, für uns sind das im Grunde genommen dienen die Palästinenser unseren nationalen Interessen. Und dies ist in dem Zusammenhang einer Diskussion über einen militärischen Konflikt zwischen Iran und Israel ist das so gesagt worden. Da wird explizit behauptet, dass Israels Luftwaffe, falls Israels Luftwaffe Iran angreifen würde, könnte und würde der Widerstand der Hezbollah und der Intifada sozusagen eine weitere Front aufmachen gegen Israel. Das ist sozusagen ausdrücklich immer wieder von einem General Sisnow im September letzten Jahres gesagt. Das iranische Regime hat also eine strategische Allianz mit bewaffneten Terroristen. Iran will militante palästinensische Organisationen aufbauen, die von drei Seiten Israel bedrohen. Hezbollah von Norden, das heißt Südlibanon, von Gaza und von der Westbank, wo der ständige Versuch unternommen wird, islamistische Kräfte zu stärken. Am Sonntag, den 28. Dezember 2008, bezeichnete Ali Khamenei, der politische und religiöse Führer des Iran, den Staat Israel als Kafare Harbi, als kriegerischer Ungläubiger. Im Grunde genommen, wenn man das ernst nehmen würde, wäre das eine Kriegserklärung in jeglichen sozusagen völkerrechtlichen oder politischen Diskurs. Nach islamischem Gesetz gilt nämlich gegen Kafare Harbi das Kriegsrecht. Demnach können kriegerische Ungläubige unterschiedlich bestraft werden. Sie können getötet werden, sie können versklavt werden, sie können vertrieben werden und ihr Eigentum darf als Kriegsbeute genommen werden. Das sind definierte Codes. Der Kriegszustand kann nur beendet werden, wenn der kriegerische Ungläubige den Islam annimmt oder sich der islamischen Herrschaft unterwirft. Ein Friedensvertrag mit dem kriegerischen Ungläubigen kann es nur in Form eines begrenzten taktischen Waffenstillstandes geben. Zurück zur Hudnai. Ein taktischer Friedensvertrag, der nur 10 Jahre dauern kann. Höchstens. Es werden immer wieder sogar von iranischen Geistlichen betont, dass sogar zur Zeit Mohammeds zwar diese 10 Jahre definiert wurden, aber Mohammed selber nie die 10 Jahre eingehalten hat und viel früher immer in den Krieg eingetreten. Solange die islamistischen Terrororganisationen der Hamas und der Dschihad Islami vom Iran gesteuert werden und diese totalitären Bewegungen die Errichtung einer islamischen Herrschaft nach der islamistischen Interpretation eines Friedens verfolgen, nämlich der Errichtung eines islamischen Staates nach dem Modell des Kalifats von 1300 Jahren, bleibt jeder Friedensversuch meines Erachtens ohne Erfolg. Khamenei sagte selber, Zitat, alle palästinensischen Kämpfer und alle Gläubigen in der islamischen Welt sind verpflichtet, auf jede erdenkliche Weise die Frauen und Kinder und die unschuldigen Menschen in Gaza zu verteidigen. Jeder, der auf diesem Weg getötet wird, gilt als Märtyrer. Er kann mit den Märtyrern der Kämpfe von Badr und Uhud einen Platz neben den Propheten einführen. Das heißt, es wird in der Tat eine direkte religiöse Parallele gezogen zu den Kämpfen, die Mohammed vor 1300 Jahren geführt hat.
Mit diesem Vergleich ordnet Ali Khamenei militärische Operationen von Terrororganisationen, von Hamas, Jihad Islami und Hezbollah in dieselbe Stufe ein wie die Kämpfe des Propheten Mohammed im Jahre 3 der islamischen Zeitrechnung und gleichzeitig. Khamenei befahl zudem, der Organisation der Islamischen Konferenz eine Einheitsfront gegen Israel zu bilden. Mit der Einstufung Israels als Kafir al-Harbi setzt das iranische Regime die Idee des islamischen Revolutionsexportes, was in der Verfassung festgeschrieben worden ist, fort und ruft alle Muslime zum Dschihad gegen Israel auf. Noch haben die iranischen Machthaber keine unentgeltlichen Tickets für freiwillige Islamisten in den Iran, die auf Listen bis zu 30.000 Freiwillige, heißt es, sich eingetragen haben als Selbstmordattentäter. Das ist eigentlich gar nicht so lustig. Keine Tickets ausgestellt, damit diese ins Ausland marschieren. Und sie haben diese noch an ihrer organisierten, massenhaften Ausreise sogar verhindert. Sie begnügen sich aber mit der täglichen Aufstattung und Organisierung dieser Dschihadisten im eigenen Land. Antisemitisch ist in der Tat der totalitäre Islamismus gerade dann wegen des Anspruchs der Errichtung einer islamischen Herrschaft und wegen des daraus logisch sich ergebenden eliminatorischen Antizionismus. Da in einem islamischen Staat der Jude, aber in dem Zusammenhang darf man das nicht vergessen, auch der Christ, der säkulare Mensch, der Ungläubige, nur Untertanen sein dürfen. Aber ein jüdischer Staat wird als ein Krebsgeschwür wahrgenommen. Später in der Diskussion werde ich einführen, warum ich tatsächlich eher der These anhänge, dass der Antisemitismus der Islamisten tatsächlich weniger rassistisch ist, als von der reinen religiösen Interpretation abhängig. Die Kämpfe der Hamas und der Hezbollah können nicht getrennt werden von den Kämpfen der islamistischen Nationale auch oder vom globalen Terrorismus gegen den Westen. Ich komme zu meiner Endvision. Ich möchte trotzdem was Positives, vielleicht für mich was Positives, für viele wahrscheinlich nicht, eine positive sozusagen Perspektive öffnen, Demilitarisierung und Internationalisierung des Gaza-Gebietes. Konkret die Entwaffnung von Hamas ist das Gebot der Stunde. Gefragt ist demnach ein internationales Sicherheitssystem, das in der Tat die Sicherheit Israels gewährleistet und den verarmten Massen sogar hilft, sich zu bilden, die heutige Welt zu verstehen. Vonnöten ist daher eine internationale bewaffnete Einheit meines Erachtens, die in Gaza für Ruhe sorgt. Arabische Staaten können auch da helfen. Zum Beispiel könnten sie, das hat mein Kollege Walid Fares empfohlen von European Foundation for Democracy, dass zum Beispiel Ägypten mit 10 Milliarden Dollar bei der Erziehung und Bildung von den in den palästinensischen Gebieten anfangen könnte. Die arabischen Staaten könnten aber auch Visas erteilen, damit viele Leute auch sich dort ansiedeln. Hamasistan sollte also nicht Wirklichkeit werden. Die Resolution 1559 des UN-Sicherheitsrates verlangte die Entwaffnung der Hezbollah und aller bewaffneten Splittergruppen in der Region. Deutschland schickte damals zwei Schiffe an die Küsten des Libanon, die einen Waffentransfer von Iran nach Libanon und letztlich auch nach Gaza verhindern sollten. Der Plan ist gescheitert, das wissen wir alle. Es wurden Tunnels unter Augen der Weltöffentlichkeit gebaut, Waffen wurden in das israelische Gebiet eingeschmuggelt. Die Resolution 1559, also 1559, und die Schiffe der Bundesrepublik waren im Grunde genommen Ausgaben, die nichts gebracht haben, um das jetzt ganz vorsichtig zu sagen. Um Kriege in Zukunft zu vermeiden, ist daher die Frage, ob nicht nur Gaza, sondern auch Südlibanon bis nach Litani entmilitarisiert wird. Europa könnte bei Entwaffnung islamistischer Dschihadisten eine aktivere Rolle spielen. Eine internationale Armee, da könnten auch deutsche Soldaten dahin, die Dschihadisten entwaffnet und für Befriedung sorgt, wäre das Gebot der Stunde.
Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte könnten deutsche und europäische Soldaten hier sogar eine wichtige Rolle spielen, islamisch-fundamentalistische Bewegungen zu entwaffnen und für eine friedliche Basis in der Region zu sorgen. Vielen Dank auch Wahid. Ich würde jetzt gleich ans Publikum öffnen, weil wir jetzt leider bis 10 Minuten jetzt für die Diskussion haben, weil alles irgendwie zu spät nach hinten geht. Ich wollte eine kurze Anmerkung machen, dass also bestimmte Positionen, meinetwegen die Ausweisung, keine Ahnung, von nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben, Migranten oder sowas. Das ist also eine Position, die zumindest aus der Perspektive, glaube ich, unseres Instituts nicht geteilt wird. Und wahrscheinlich ist auch eine Frage, ob jetzt Charles Moore so eine Position teilen würden. Ich wollte jetzt gar nicht groß darüber diskutieren, aber ich wollte es zumindest jetzt nicht so. Okay. Also wir haben jetzt bloß 10 Minuten, deswegen würde ich jetzt gleich mal ans Publikum übergeben und ja, hier ist meine erste Frage. Herr Ritzmann, was denken Sie über den staatlichen Terrorismus des EU- und US-Imperialismus und Neokolonialismus, die die weiße Vorherrschaft aufrechterhalten sollen und Völkermorde verüben und auslösen, um ihre Vorherrschaft und Ressourcen zu sichern? Und wie glauben Sie, dass dieser völkermörderische westliche Terrorismus mit dem islamistischen Terrorismus zusammenhängt? Ich würde jetzt gleich noch eine weitere Frage sammeln. Herr Wernerhardt, glauben Sie, dass bei der unvermeidlichen Konfrontation, die bei so einer Entwaffnung, wie Sie sie fordern, kommen wird, die westlichen Gesellschaften überhaupt die moralische Durchhaltefähigkeit haben, solche Konflikte durchzustehen, sprich die Särge, die nach Hause kommen, auszuhalten? Ich habe eigentlich den Höhepunkt meines Vortrages vergessen zu sagen. Das habe ich recht gemacht, auf einen anderen Zettel. Das ist nämlich ganz aktuell, habe ich heute entdeckt und wollte eigentlich das als letzten Zusatz noch haben. So, das werde ich jetzt sagen, das passt vielleicht auch zu dieser Frage. Ein Mitglied des Wächterrates, das ist das Politbüro des Iran. Man muss sich vorstellen, der Wächterrat ist mächtiger als der Präsident des Iran. Das war es nach dem Führer des Iran, das wichtigste Organ. Es war eine Einzelmeinung eines Mitgliedes, aber hören Sie zu. Am 16. März war das, sagt der Generalsekretär, ist er gleichzeitig der iranische Hisbollah, Ayatollah Dr. Sayyid Mohammad Bagheri, Mitglied des Wächterrates, sagt gegenüber einer nicht bekannten, aber staatlichen Nachrichtenagentur, Chavestan, dass der Iran erst mit den USA verhandeln werde, wenn der Iran eine Atombombe besitze. Wenn man keine Atombombe haben darf, darf man auch nicht keine Verbindungen mit USA aufbauen. Und wenn man Verbindungen mit USA aufbaut, braucht man eine Atombombe. Gleichzeitig sagt der Iran, wir werden, also das ist ernst, das ist wirklich, als ich das gelesen habe, habe ich erstmal eine Stunde Pause gemacht. Also, weil das dringt gerade Phase, wo es wirklich ernst wird, ein Mitglied des Wächterrates. Das ist nicht irgendein Idiot, das ist ein Mitglied des Wächterrates. Das ist das wichtigste totalitäre Organ des Iran. Sagt sicherlich nicht, er sagt das als Privatperson, aber ein solcher Mann darf es, sagt es sicherlich nicht ohne Absprache mit seinen Kollegen. Sagt, okay, wir werden mit den Amerikanern handeln, aber das, was sie sagen, gleiche Augenhöhe, das heißt, mit der Atombombe in der Hand. Gleichzeitig sagt der Iran, wir werden unseren Freunden nicht das technische Know-how, was wir erreicht haben,
entbehren. Wir werden alles, was wir an technologischen Fortschritt gelernt haben, mit unseren Freunden teilen. Wer sind Ihre Freunde? Ja, Hamas, das Wunder, bis hin zu BFLP. So, wollen Sie, dass der Iran, ich meine, so, das heißt, diese ganze Diskussion die Atombombe des Iran bekommt durch so eine Aussage, darüber redet auch nicht niemand. Das ist wirklich erstaunlich, dass sowas überhaupt in der Weltpresse untergeht. Ich habe es ausgedruckt, mitgebracht, das ist eine offizielle Nachrichtenagentur des Iran. Ich glaube, davor hat jeder Angst, das zu diskutieren. Und ob die Europäer es wagen oder nicht, das ist dann das, was ich immer sage. Die Frage ist, ob der Islamismus und diese dschihadistischen Bewegungen tatsächlich als eine Gefahr hier in Europa überhaupt wahrgenommen werden. Das ist immer eine Diskussion, Alexander und ich, wenn wir überhaupt miteinander mal diskutieren, auch darüber, ja, wer ist denn überhaupt hier dieses Potenzial, dieses destruktive Potenzial hier in Europa bewusst? Und ich behaupte, dass das eben nicht bewusst ist. Wenn, ich zitiere jetzt Herrn Professor Steinbach, wenn er sagt, ja, Iran ist gefährlich, aber nur für Israel, nicht für uns. Ich glaube, an der Stelle, das verschiebt sich mit der Zeit. Und weil die Gefahr, glaube ich, inzwischen der islamistischen Bewegung, es wäre dumm, wenn man davon ausginge, dass es sozusagen nur ein Problem der Juden und der Israelis wäre. Das Problem ist für die eigene Bevölkerung im Iran. Die meisten Opfer bringen die Iraner selber eigentlich. Und selbstverständlich, und ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren, ohne jetzt Hiobsbotschaften darbringen zu wollen, werden wir diese Gefahren als ernsthafte Weltprobleme erkennen. Und dann ist die Frage, welche Opfer bringen die Europäer? Gut, dann fragen Sie bitte in meiner Website oder im Auswärtigen Amt. Ich fange an mit der inoffiziellen Frage nach der, wie Robin angesprochen hat, der Ausweisung von Migranten. Das klingt ja schon so böse und gemein. Es geht hier um Mitglieder einer terroristischen Organisation. Es ist völlig egal, ob es Migranten sind oder nicht. Nur kann man eben deutsche Staatsbürger nicht ausweisen. Wenn es allerdings Menschen hier in Europa und in Deutschland gibt, die Mitglied in einer Terrororganisation sind, und es in einem Rechtsstaat, den haben wir hier die Möglichkeit, diese Menschen auszuweisen, dann wird davon Gebrauch gemacht. Punkt. Rechtsstaatlich, es wird gerichtlich überprüft, das gibt es in Einzelfällen schon. Es hat zwei Hezbollah-Mitglieder, nach meiner Kenntnis, sind schon ausgewiesen worden, weil Verwaltungsgerichte gesagt haben, dass es keinen Anspruch auf Asyl gibt oder auf eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung, wenn man Mitglied in einer Organisation ist, die Anschläge auf Zivilisten verübt. Das heißt, es ist keine super wilde These von mir, sondern es geht darum, dass was in Einzelfällen eh schon passiert, innerhalb des Rechtsstaates dann eben durchzuführen. Wenn man die Hezbollah auf eine Terrorliste setzt, dann muss man natürlich auch mit den hier bekannten Mitgliedern in irgendeiner Weise verfahren. Und für die deutschen Staatsbürger gibt es einen Verfahrensweg, für die nicht-deutschen Staatsbürger oder EU-Bürger gibt es einen anderen Verfahrensweg. Die Frage mit dem imperialistischen Terrorismus des Westens, Deutschlands, wie auch immer, basiert, glaube ich, auf einer Einschätzung, die ich nicht teilen kann, dass praktisch Terrorismus eine politische Auffassung ist. Ne? Also so wie Arafat und andere, der Freiheitskämpfer des einen ist Terrorist des anderen. Terrorismus ist für mich eine Methode. Es gibt keine abschließende Definition, aber ich arbeite mit der ungefähr folgenden, wenn jemand gezielt Anschläge auf Zivilisten durchführt, für politische Zwecke, dann ist das Terrorismus. Und das machen weder die Europäische Union noch die Amerikaner gezielt Anschläge auf Zivilisten für politische Zwecke. Das heißt nicht, dass das natürlich im Rahmen von kriegerischen Konflikten auch Zivilisten zu Schaden kommen und auch getötet werden, das ist klar. Aber wer mir nachweisen kann, dass das sozusagen offizielle Politik ist, Zivilisten zu ermorden der Europäischen Union oder der Amerikaner, wenn das bewiesen ist, dann kann man darüber sprechen, dass das auch Terrorismus ist. Aber man kann das nicht alles in einen Topf schmeißen. Und das Zweite impliziert war ja sozusagen, ist der islamistische Terrorismus oder Islamismus praktisch eine Reaktion auf das, was der Westen so treibt. Und meine Einschätzung ist minimal.
Also die Islamisten in ihrer Ideologie berufen sich ja darauf, dass es früher großartig war, Moslem zu sein, weil der Islam die führende Religion war, die führende Ideologie war. Mohammeds Nachfolger haben innerhalb von 100 Jahren ein Reich erobert von Portugal nach Indien. Das ist Alexander der Große ist ein Zwerg dagegen. Das heißt, die waren mal weltführend in allen Wissenschaften, Medizin, Astronomie, Politik. Moslem zu sein, war mal ein Zeichen, dass man Favorit Gottes war. Und jetzt sagen diese Jungs, dass man es heute nicht mehr ist. Und der Grund dafür liegt am Westen, an der westlichen Ideologie, der Korruption, der Ideologie. Damit ist aber auch McDonald's und MTV gemeint und nicht nur die US Marines. Es geht um jegliche Art von westlichem Einfluss und der muss bekämpft werden sozusagen. Der Islam muss gesäubert werden von sämtlichen Fremdeinflüssen. Dann kann man wieder so leben, wie man eigentlich leben muss unter Mohammed. Und dann wird man wieder zu dieser Art von Superreligion und Superideologie. Das heißt, der Westen spielt dann natürlich eine Rolle, aber egal was wir machen, wir können sozusagen Islamisten in der Form nicht besänftigen. Außer wir ziehen sämtliche Einflüsse aus islamischen Ländern zurück. Wir hören auf, Ägypten zu unterstützen, Pakistan zu unterstützen, Saudi-Arabien zu unterstützen, lassen die alle übernehmen von islamistischen Organisationen, Al-Qaida und anderen, die dann da ihr Kalifat bauen. Und wenn die das dann aufgebaut haben, das sagen sie ja auch, wollen sie eigentlich auch gerne an Andalus zurück. Ne? Also die Teile Spaniens, die mal islamisch waren, Teile Italiens, Teile Griechenlands, Bestandteil, alles was mal islamisches Land war, ist ein Geschenk von Allah und muss zurückgegeben werden, kann nicht verhandelt werden zwischen Menschen. Das heißt, diese Ideologie im Kern ist etwas, was man nicht wirklich große Kompromisse mitmachen kann, sondern muss sich mit auseinandersetzen und man muss eben die Menschen davon überzeugen, dass es kein gutes Konzept ist und dass es viel bessere Arten gibt, ein Leben zu leben, als Islamist zu leben. Also es sind da jetzt sind drei Fragen. Also ich fange jetzt keine Zwie-Diskussion mit Alexander an. Nee, deswegen sage ich dazu jetzt auch nichts mehr. Ich würde jetzt die drei Fragen auf einmal machen, weil wir jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit haben. Also wir haben jetzt noch irgendwie 3-4 Minuten, eigentlich sind wir schon die ganze Zeit über der Zeit. Ich würde jetzt mal die drei Fragen sammeln und dann kurz nochmal hier drauf eingehen lassen, dann müssen wir leider auch schon weitermachen. Ja, darf ich? Ich heiße Kasem anhand euren sehr interessanten Ausführungen sehe ich ein, dass wie Bundesrepublik Deutschland, das auch ganz gute Beziehungen zum Iran führt, wie dieser Staat einfach die Gefahren und Potenzial der Gefahren, die aus islamischem Terrorismus von dem Iran ausgeht, die unterstützt bzw. diese Gefahren untergraben wird für die wirtschaftlichen Interessen. Also was mich sehr, ich weiß, dass ich mit Wahid, ich werde auch dich komplett eine Frage stellen, lieber Rizman. Entschuldigung, wir haben wirklich bloß kurze Zeit für konkrete Fragen. Also ich sehe, Appeasement-Politik der Bundesregierung zu Iran führt auch zu, hat auch geführt, wird es auch in Zukunft führen, für die terroristische Aktionen im Nahosten, auch in Deutschland. Du hast über Ausweisung gesprochen. Ich denke, was Bundesdeutschland macht, ist mörderisch. Kann man die Verantwortlichen der Bundesdeutschland, das auch mit Iran beschwichtigt wird, kann man anklagen, statt die Terroristen von hier zum Beispiel sogar, ob Ausweis haben oder nicht, auszuweisen. Ich klage Bundesdeutschland an, um die Verantwortlichen anzuklagen. Wie siehst du diese Chance? Mein Name ist Annette, ich habe eine Frage an Herrn Ritzmann. Mich würde interessieren, wie Ihre Haltung in der Frage ist, ob es tatsächlich ausreicht, eine Organisation wie Hezbollah, die Sie als eine terroristische Organisation beschrieben haben, die sehr aktiv ist in Deutschland, ob es ausreicht, die auf die EU-Terrorliste zu setzen und wie Sie zu einem möglichen Verbot stehen. Denn es gibt ja in Deutschland seit Hizb ut-Tahrir und einer weiteren Organisation, deren Namen mir jetzt entfallen ist, zwei Vereine, die man nach dem Ausländervereinsrecht verboten hat, weil ihr Hauptsitz nachweislich oder ihre Führung im Ausland lag. Wie ist es im Fall der Hezbollah?
Dank. Guten Abend, mein Name ist Hajo Lanz. Ich danke auch für die beiden Vorträge, bei denen ich eigentlich nur ein großes Defizit festgestellt habe. Sie sind leider in all ihren Ausführungen recht statisch geblieben. Sie haben leider kein Wort darüber verloren, welche Dynamik sich ergeben könnte oder Sie sich versprechen als politische Berater an politische Entscheidungsträger. Die Wahlen im Iran, die Verhandlungen auf türkische Initiative zwischen Syrien und Israel, die Dynamik, die sich ergibt aus den Verhandlungen Fatah-Hamas. Was machen wir, wenn im Januar 2010 wieder gewählt wird in den palästinensischen Gebieten? All diese Dynamik, da steckt ja das Dynamit drin. Sie sind leider in der Statik verblieben, aber vielleicht müssen wir das im nächsten kennen, dann irgendwie aufholen. Herzlichen Dank. Okay, erstmal danke für die Fragen. Ich würde sagen, ich würde jetzt, also da wir wirklich knapp dran sind, würde ich sagen, dass jetzt beide nochmal die Möglichkeit haben, jeweils zwei Minuten kurz auf den wichtigsten erscheinenden Punkte eingehen. Vielleicht können wir jetzt nicht alles aufgreifen, weil es einfach dann den Rahmen sprengen würde. Die Einleitung jetzt schon von meinen zwei Minuten an. Nein. Hezbollah ist nicht nur eine Terrororganisation, das habe ich ja versucht klar zu machen. Die machen ganz viele verschiedene Sachen, aber eben auch Terrorismus. Und wir haben eine EU-Terrorliste, wo es eben genau darum geht, Organisationen aufzunehmen, die in Terrorismus involviert sind. Es gibt nach deutschem Vereinsrecht und anderen Möglichkeiten und anderen rechtlichen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, Organisationen in Deutschland zu verbieten. Hizb-ut-Tahrir ist angesprochen worden, eine vergleichsweise harmlose Organisation, zwar eine Kalifatspartei, die aber eigentlich mit Gewalt nichts zu tun hat. Die kurdische PKK ist in Deutschland verboten. Es gibt Hamas-Spendensammelvereine, die in Deutschland verboten sind. Die Hezbollah operiert frei wie Sie und ich in diesem Land. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man mal thematisieren muss. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, was da die Pro-Argumente sind, was vielleicht auch die Kontra-Argumente sind. Das heißt nicht zu sagen, wir setzen die jetzt auf die Liste und haben ja kein Problem mehr, sondern es geht darum, auf der Hezbollah ein Signal zu setzen, dass ihre Politik, ihre Vorgehensweise Konsequenzen hat. Und die Konsequenzen hat, solange man dem Terrorismus nicht abschwört, ist man auf dieser Liste. Wenn die Hezbollah ihre Politik ändert, dann kommt sie von der Liste runter. Das verstehen die nicht. Das kann man ganz klar argumentieren. Und das mit der Dynamik und Statik, die Hezbollah unterhält ja seit Jahrzehnten praktisch ein Netzwerk, mit dem Anschläge verübt werden können. Ich bin totaler Fan von den Prozessen, was Syrien angeht, von den Verhandlungen, den neuen Wahlen, die da ausstehen. Mir geht es darum, dass es hier ein Netzwerk gibt, das nach Aussage der deutschen Sicherheitsbehörden in der Lage ist, große Anschläge zu verüben. Und dass das Kommando für diese Anschläge aus Beirut-Teheran kommt. Und dass wir keinerlei Einfluss darauf haben, was diese Herren dort entscheiden. Und uns deswegen nicht darauf zurückziehen können, auf dynamische Prozesse zu verweisen, die ich begrüße, die aber aus sicherheitspolitischer Sicht, also dass der Staat sozusagen in der Pflicht ist, seine Bürger und Gäste zu beschützen, das kann man nicht dadurch entkräften, indem man sagt, da wird gerade auf höchster Ebene miteinander am Tisch gesessen und gut diskutiert. Es geht darum, wie mit einer konkreten Terrorgefahr im Sinne von einem bestehenden Netzwerk umgegangen wird. Und die Politik der letzten Jahre zu sagen, wir wissen, dass ihr da seid, wir lassen euch aber in Ruhe, glaube ich, ist eben nicht die zielführende. Und deswegen plädiere ich auch dafür, dass das Verhalten geändert wird in der Form, wie ich es ausgeführt habe. Ganz kurz. Ich würde wenn Sie meine Arbeit im letzten 10 Jahre verfolgt hätten, würden Sie sehen, dass ich keineswegs die Statik beschrieben habe, sondern gerade die Dynamik im Iran beschrieben habe. Und zwar, ich glaube, mehr als alle anderen, sogar die anderen Universitäten hier in Deutschland arbeiten, beschrieben habe, welche Dynamik im Iran sich abspielt. Es ist aber ein Hohn zu behaupten, dass die Wahl im Iran und damit implizieren, dass die Wahlen im Iran irgendwas Demokratisches hätten und vergleichbar wären mit irgendwelchen demokratischen Wahlen, insofern, dass die Wahlen zum Beispiel tatsächlich im Iran einen Politikwechsel herbeiführen würden, der maßgebend ist für die Diskussion, die wir hier führen. Da wäre dieser Begriff Dynamik
in der Politik geradezu missbraucht worden, wenn man das auf Iran übertragen würde. Es gibt Dynamik, aber gerade in der politischen Diskurs der Herrschenden ist die Dynamik so eingeschränkt, dass es schwer ist, überhaupt den Begriff da zu verwenden. Anders natürlich dort, was in der Gesellschaft passiert. Darüber sprechen wir aber gerade nicht. In den diplomatischen Prozessen, die dort stattfinden kann, mit der Rolle der Türkei und der Wahlen von Hamas, wenn Hamas nochmal gewählt wurde, ja. Darauf, glaube ich, bin ich eingegangen. Das war ja der Anfang. Die Wahrnehmung hier, die falsche, meines Erachtens, die falsche Wahrnehmung, die weder den deutschen und europäischen Interessen langfristig nutzen werden und erst recht nicht den Interessen der Muslime in der Region, ist zu behaupten, dass die Islamisten überhaupt, wie das hier Diskurs ist, von Fatz bis zur Politik, teilweise bei den Linken, oder sogar sehr stark inzwischen bei den Linken, dass diese islamistische, meines Erachtens totalitäre Bewegungen nicht nur scheitern werden, sondern keineswegs und überhaupt nicht mit demokratischen Wahlen zu tun haben, weil sie gerade antidemokratische Werte. Das heißt, wir müssen lernen, Demokratie überhaupt auch den anderen Erbe zu gewährleisten, indem wir behaupten, dass Hamas sozusagen, wie das hier der Diskurs ist in Deutschland, Hamas sozusagen eine demokratische Kraft ist, weil sie eine Mehrheit gewonnen hat. An der Stelle ist es nicht nur im Grunde genommen ein unredlicher Beitrag, sondern man straft sich damit historisch, wenn man sieht, dass, davon gehe ich persönlich aus, und dass sogar, sonst würde ich die Arbeit nicht machen seit Jahren, dass sogar islamische Gesellschaften eines Tages den Punkt erreichen werden, dass der Islamismus ein Irrweg war und kein demokratischer Weg. Aber das Problem ist, dass wir diesen Punkt noch nicht mal bei den Intellektuellen in Europa erreicht haben. Und das ist das Problem. In der Politik, in der Wissenschaft, im Journalismus und überall. Okay, das heißt, wir müssen verstehen, dass der Islamismus genauso wie die kommunistische und nationalsozialistische Lehre als Ideologie ein totalitäre Form des Denkens ist. Aber wir sind noch nicht mal an dem Punkt angekommen. In Deutschland erscheint in der Presse, man spricht von Islamisten, als ob diese demokratische Bewegungen sind. Und das ist eine Kapitulation des Denkens, meines Erachtens. Vielen Dank an die beiden Vortragenden. Und wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten Pause. Wir sind, wie gesagt, schon über die Zeit. Also es sind die beiden Vortragenden aus Israel, sonst bleibt da einfach keine Zeit mehr übrig. Und das hört sich unfair, weil die einen großen Weg auch auf sich genommen haben. Also es geht um 12 nach Weihnachten.